Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Rot Randomizer Nuzlocke Challenge mit mir, dem Terminus. In der letzten Folge sind wir die Nugget Bridge hochgegangen, haben ein paar Trainer besiegt, haben ein paar neue Pokémon gefangen. Darunter ein Kukuna. Na toll, das habe ich natürlich nicht dabei. Und unseren Esel, welches halt schlecht am Spitzwert ist. Was als Feuer-Pokémon schon gar nicht mal so geil ist. Aber naja, ich werde den Esel jetzt erstmal nicht benutzen. Vor der Arena hätte ich gerne meine anderen Pokémon aufgepowert und ich habe immer noch nicht nachsehen können, welches Level das Starmie von Misty eigentlich ist. Ich will mal ganz kurz hier ins Gras einfach gucken, was hätte noch sein können. Ich habe Vetania vorne, oder? Das ist gut. Was hätte hier sein können? Komm, gib mir irgendwas. Nicht so Gutes, sonst bin ich traurig. Ehrlich. Ich muss ehrlich sagen, es ist, glaube ich, besser, dass wir das Kukuna bekommen haben. Mal gucken. Nein! Nein! Ich dachte, es kann jetzt nur Teleport oder so ein Bullshit. Wir haben einen Kukuna statt einem Kadabra. Ganz kurz verdauen. Oh nein. Tut ein bisschen weh. Tut ein bisschen weh, muss ich gestehen. Wir hätten... Okay, wir haben für einen Kapadon Dratini bekommen. Es ist trotzdem hart scheiße. Vertania-Konfusion. Oh oh. Au. Solange du mich nicht vergiftet, ist das... voll okay, geh einfach weg. Mann, wir hätten einen Kadabra und ich glaube echt, ich hab's an. Wir hätten Geowatz und Sinsala gehabt. Leck mich am Arsch. Boah, Alter. Ich werde mit jeder Sekunde wütender. Wir hätten... und ich hätte halt einschläfern können. Nein, ich bin mit Dratini rein. Ich hätte... Donnerwelle Wickel! Donnerwelle Wickel! Ich hätte es gefangen! Hätte es nicht sofort... es kann sicher Teleport. Hätte es aber es... ich bin sauer. Ja, tschüss, Siglo. Hui. Wir haben einen Kukuna bekommen. Hauptsache, ich muss jetzt nie wieder einen Kukuna fangen. Jetzt greift die Species und die Dupes Claws. Nie wieder, mein Freund, nie wieder. Hätte es mir jetzt irgendwie... noch Mauzi, keine Ahnung, irgendwas Schlechtes. Irgendwas, was ich schon hab. Das tut so weh im Herzen, ey. Was gibt's hier? Der Ingenieur hat einen Blutzug. Ja, komm, das kriege ich doch kaputt. Ist Level 17, also werde ich dich Donner weg. Wohl nah, bist du etwas schnell? Ich glaube nicht. Wickelgauch. Zack, 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 zack. Es hat mich getroffen. Was soll das? Wann entwickelt sich eigentlich so ein Dratini? Super spät, oder? Ich hoffe noch vor Level 30. Weil ich glaube, Dragoran kriegst du vor Level 50 nicht. Und das ist doof. Sehr doof. Was bekommen wir als Gegner? Der Chef möchte gern... alles klar. Herbig, komm, hart in die Fresse geben. Macht mich schon wieder sauer. Da ist es. Es kann nämlich Teleport. Und das will ich nicht. Zack. Das macht mir ja so viel Schaden. Gefährliche Attacke, Bodycheck. Und ein Porenta. Na guck mal, davor habe ich doch mit Lightning schon wieder wesentlich weniger Angst. Mit Tardos fast noch weniger. Wobei beide One-Shot. Tardos kriegt noch Schaden. Lightning wäre schneller, Donnerschock weg. Weißt du? Aber Tardos kriegt jetzt noch Furienschlag-Damage. Das war 1, 2, 3. Sag's euch, das wird wieder eine 5. Nee, oh, guck mal. Ach, guck mal, das Porenta war verblödet. Das ist doch schön. Das sehe ich doch gerne. Ich hoffe, wir bekommen keinen Porenta.
So, Tadus, das hast du doch super schön gemacht. Ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass ich ein Pokémon auf Level 22 trainiere. Eins? Ich trainiere alle auf Level 20, außer Esel. Esel ist außen vor. Ich nehme nur die 5, die ich bisher hatte. Auf Level 20 und eins davon auf 22. Für ein mögliches 22er, was auch immer sie hat. Molnar, geht's noch gut. Kämpfen! Ich bin auf dem Weg zu einem Pokémon-Sammler. Boah, auf der Route, wer kann das sein? Ich weiß nicht. So, Champion, du hast einen Entoran. Weißt du, das ist mir scheißegal. Weil mein Entoran mochte ich nicht so besonders, weil das war ein Mango. Mango, da, boah, Entoran ist aber ganz schön schnell. Ich meine, was habe ich gerade outspeedet? Ein Blutzug Level 8, 17, als ich 16 war. Aber das ist Level 13. Go, go, Power Ranger! Ja, da muss ich speeden, mal ganz ehrlich. Ein Schill, hast du Full Mono Water? Das ist cool. Und scheiße, geh bitte nicht auf Panzerschutz. Geh auf Magmaknall. Geh auf Blubber, geh auf Blubber. Geh auf Blubber, 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 Blubber. Das ist auch okay. Go, go, Power Ranger! Mehr Wasser-Pokémon. Komm, zeig mir mehr Wasser-Pokémon. Ich will mehr Wasser-Pokémon sehen. Der hat Mono Wasser! Ja, Aquaputzi mache ich nicht. Natania, komm. Oh Gott! Oh, Aquaputzi, du bist halt mein Lieblings-Pokémon, aber nicht in Rot. Ich schläfer dich ein und gehe auf Solarstrahl. Oh, Leute! Der Solarstrahl kommt. Der Solarstrahl, er kommt. Guckt euch an, ich lade mich auf. Los, Solarstrahl! Boah, sieht das scheiße aus, aber es ist ein Solarstrahl. Und ein Crit, der erste muss ein Crit sein. Es geht los. Und Fukano. Guck mal, um die Pflanzenschwäche auszumerzen. Das ist ja fast süß. Na, für dich habe ich noch genug Wickel. Für dich habe ich noch genug Wickel, mein Freund. Hi. Erstmal Donnerwelle. Falls ich mal müsste, dann könnte er paralysiert sein, ne? Ja, das funktioniert so leider nicht, noch nicht. Ist komisch. Brüller ist echt nur gegen wilde Pokémon zu nutzen. Und selbst das will man nicht, man kann auch einfach flüchten. Ah, super dämlich. So, ich besiege den Champion. Nochmal. Entoran, Shillock, Quapuzzi, Fukano. Fand ich cool, der ist cool, der Typ. So, wir müssen dich leider weglocken. Ich will zu dem Item ohne Zerschneider holen zu müssen. So. Du bist ein Elite Four Member, natürlich, natürlich. Mehr Wasser-Pokémon. Ah, warte mal, bist du zufällig... Wasserstein? Nein, ich habe Angst, ich gehe in Lightning. Ich hätte zwar jetzt gern Solarstrahl drauf abgefeuert, aber... Nee, nee. Donnerschock reicht mir. Hup. Wieder ein Crit. Ich weiß gar nicht, ob es eins überleben würde. Es Lightning Crit und weg. Ein Omot. Molnar. Na komm, Tadus. Tadus, wofür habe ich dich? Machen wir das doch ganz bequem mit einem Steinwürfelchen. Nicht Gift, Bruder. Ich will nicht vergiftet sein. Bist ein Doofkopf. Bist ein Doofikopf. Bist ein Kopf voller Doofheit. Und ich muss gleich niesen. Das ist doof. Du bist doof. Mama, ich bin schwer. Oh, oh, oh. Es geht wieder los. TM-Zeit. TM-Zeit. Meine Taschen werden langsam voll. TM aktivierte Hyperzahn. Absolut. Lass mal sehen. Keiner. Was liegen hier denn normalerweise für TMs rum, die kein Pokémon lernen kann? Ist doch doof. Ich gehe mal jetzt zurück, weil... Geiz-Terminus am Start. Will mein Gegengift nicht verschwenden, aber... Das ist eigentlich gar nicht so blöd in der Nuzlocke. Muss man ja zugeben. Items sind begrenzt. Du hattest über 50 KP, als ich hierher kam. Tot. 24. Es hat mir fast 30 KP Schaden gemacht. Das ist super gefährlich. Und ich lagere jetzt ein paar Sachen im PC ab, weil...
Wenn meine Tasche voll ist, bin ich sauer. Absolut ganz doll sauer sogar. Komm mir das halt wieder vorbei. Ja, halt die Schnauze. Halt die Gusch. PC von Tem. Ja, ja. Item ablegen. Lass mal ablegen. Was war das? Das war Hyperzahn. Und TM16 war... Konfusion. Ja, ja. Mein Nugget verkaufe ich gleich. Die brauche ich nicht. Superschutz, Topgenesung, Ekangriff, Schutz. Domfossil brauche ich auch noch nicht. Das ist doch super hier. Geht doch alles ganz angenehm von der Hand. Lass mal zum Markt. Der ist hier rechts. Bei dem Lamos. Ja, stimmt. Das ist voll cool, dass sie einen Lamos hat. Ich mag Lamos. Na, erstmal verkaufen. Erstmal mein Nugget. Hier, guck mal. Hab Money, Money. 5000. Erstmal verdoppeln. Erstmal verdoppeln. Und kaufen. Irgendwie hatte ich das Gefühl, ich habe schon super Tränke irgendwo gesehen. Oder bin ich einfach verwirrt. Ich habe 5 Tränke, glaube ich. Gib mir mal nochmal 5. Ach komm, guck mal, ich kann es mir leisten. Gib mir 10. Dann nochmal 10 Pokébälle. Mein Geld ist wieder weg. Und Aufwecker nehme ich auch mal 5 mit, weil... Schlaf ist Gott in der Gen. Man wacht auch nicht mehr auf. Teilweise. Pokébälle dran. Gegengiftparallel, bla bla bla. Angriffsplus. Jetzt habe ich auf jeden Fall Medizin dabei. Gehen wir wieder hoch. Vielleicht noch einen Trainer. Ich glaube, da ist auch höchstens noch ein Trainer. Kann das sein? Dann wird nichts mit Level 20 über der Route. Warte, habe ich einen Pokémon über Level 20? Also kann ich Talos noch reinwechseln? 400. Kann ich Lightning noch reinwechseln? Lightning habe ich jetzt öfters benutzt. Ja, okay. Okay, okay. Ich will die nun Level 20 behalten, weil eigentlich will ich Herbig Level 22 haben. Das wäre ganz nett, sage ich mal. Hyperzahn. Ja, ja. 2 Trainer sind ja, glaube ich, noch. Machen wir zumindest mal ein. Ja, du wusstest natürlich, dass wir miteinander kämpfen. Ich hätte auch nicht unten lang gehen können. Hast du natürlich recht. So, du hast... Reib's mir unter die Nase, ja? Reib's mir unter die Nase. Es kann Konfusion. Und das tut mir weh. Und ehrlich gesagt, habe ich so Angst vor dem Crit, dass ich rauswechsel. Du bist jetzt paralysiert, also gehe ich in Herbig. So. Sieht irgendwas aus? Ich greife. Oh, Bodycheck. Ja, gut, dann komm ich in Hieb, ne? Reicht auch mit 3-mal. Und ich krieg 2-mal. Egal, du bist paralysiert. Tackle, go. Ja, Simsala ist eine Macht, sobald die anfangen, Psychokinese zu können, habe ich ein Problem. Alpollo. Ich habe Vertania mit einer Psychoattacke. Kannst du mal hart ein paar Pöchchen lecken, mein Alpollo-Freund. Welches übrigens super awesome aussieht, ja? Ich glaube, Alpollos sehen hier cooler aus als Gengar. Leider. Was soll man machen? Ein Crit. Nachtnebel. Ich habe mir gerade überlegt, soll ich es einfach aus Style mit einem Solarstrahl beenden, aber Nachtnebel ist zu krass. Tschüss. Und natürlich gehe. Werde ich paralysiert? Ich muss paralysiert werden. Nein, was? Hexerei. Nein, okay. Level 20, das ist schon mal gar nicht so verkehrt. Aber Vertania lernt wohl nie wieder irgendeine Attacke. Weißt du, wenigstens Käfer geprobt, aber das gibt's halt noch nicht. Oh, Molna. Herbig ist Level 19. Komm mal, wir die Trainerin noch ganz kurz mit dem Herbig fertig. Müsste klappen. Meine Freundin, bla bla bla, Pokémon, voll geil. Wir haben ja noch die Azuria City Arena Trainer. Oh, wir können in der Arena angeln, aber ich habe keine Angel. Wann kriegen wir eine Angel? Ich glaube in Urania. Ich bin Herbig, Body Check und Go. Bam. Das arme Nidoran, das hat gerade hart auf Fresse bekommen. Safcon, wirklich. Ich will eigentlich...
Ich muss, es kann sich nicht wehren, ich muss ja die EP holen. Oh, guck mal, das ging doch ganz klar. Es hat halt kein Härtner rausbekommen. Und rettern! Ich bin das bessere Wickel-Pokémon. Level 19. Guck mal, Molnar macht sich langsam. Das ist doch schön. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge bei Bilf. Falls es euch gefallen hat, dann bitte positiv bewerten. Kommentieren, abonnieren. Und hier geht noch keine Treppe nach oben. Nein, hier ist auch noch mehr, weißt du? Die haben einfach bis zu Silber einen riesigen Haufen aufgeschüttet in 3 Jahren. Ja gut, egal. Terminus raus und tschüss. Warte. Ja, tschüss.